Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von QSU for You Tech. Aha, hallo G-Data. Heute geht's darum, ich fange jetzt eine kleine Reihe an zum Thema Computer-Hardware. Und da fangen wir heute jetzt einfach mal an mit den Prozessoren. Wie man jetzt hier schon sieht, es gibt 11 Intel-Sockel, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise 10 Intel-Sockel, die man jetzt hier schon mal sieht. Von AMD gibt es auch nochmal eine ganze Latte an Sockeln. Dann gibt es hier noch Co-Prozessoren und viele, wenn sie sich einen PC zusammenstellen oder eben bauen wollen oder auch im Internet erstmal suchen und gucken, fertig PCs, ja, worauf muss ich denn achten, was brauche ich denn überhaupt? Das soll diese kleine Reihe quasi abdecken und euch ein bisschen unterstützen. Und wenn ihr immer noch Hilfe braucht und beziehungsweise Fragen habt, dann könnt ihr einfach in die Community schreiben und da bekommt ihr natürlich auch Antworten. Ja, jetzt mal angefangen hier, also jetzt im Jahr 2016 fallen eigentlich die Sockel 775, 478 und Intel Xeon, die Intel 1366 fallen eigentlich komplett raus. Die sind von der Architektur inzwischen veraltet und einfach nicht mehr den aktuellen Standards angepasst. Da sind die sind einfach teilweise 65 Nanometer, haben teilweise noch hohen Stromverbrauch und sind einfach nicht so effektiv und das lohnt sich auch gar nicht von der Preis-Leistung. Dann bei AMD fallen die Sockel, AMD Opteron fällt eigentlich auch weg für den normalen Consumer. Die AMD Mobile auch, der 457 ist auch schon, 754 auch schon ziemlich alt, 939 fällt auch weg, ARM 2, ARM 2 Plus, ARM 3 kommt auch raus, FM 1 ist auch nicht mehr aktuell und FM 2, jein, also ich würde sagen, ARM 1 könnte man noch drin lassen. Ich werde euch jetzt erstmal ganz grob aufklären, damit ihr überhaupt mal wisst, was ist. Also wir fangen jetzt hier mal an mit dem 1151er. Das ist ein Einsteiger- bis Oberklasse-Sockel, beziehungsweise Marktsegment ist Einsteiger- bis Oberklasse. Und der ist Ende 2015 rausgekommen. Wahrscheinlich Ablösung bzw. Lebensende wird so etwa 2017 oder etwas später sein. Und das ist dort die Skylake-Architektur und Cannon Lake soll jetzt auch bald noch kommen. Die ganzen CPUs sind maximal mit 4 Cores und 4 Threads ausgestattet, haben eine integrierte Grafikeinheit und können maximal 16 PCI Express Lanes abdecken. Das ist für die Grafikkarten relevant, also PCI Express 3.0 Lanes. Maximum 10 USB 3.0 und USB 3.1 ist dort nicht möglich, da braucht man einen Zusatzcontroller. Und maximal auch 6 SATA 6 Gigabit. Genau, und PCI Express 3.0 eben. Das sind hauptsächlich eigentlich Quad-Cores. Wir können hier mal kurz reingucken. Das sind i5, i7 haben wir da. Na, Dual-Core haben wir auch, sorry. Aber wie gesagt, Quad-Core hauptsächlich. Also da hier die i5 6000 und i7 6000er Serie sind das eben 4 Cores, 4 Threads. Das sind eigentlich die aktuellste Architektur von Intel. Haben gutes Potenzial zum Spielen, reicht eigentlich so ein i5 6500 oder 6600 voll aus. Die K-Version braucht man eigentlich nur, wenn man wirklich übertakten will. Ansonsten ist das eigentlich Quatsch, die sich zu holen. Bringt jetzt nicht viel mehr Leistung. Ja, i7 ist halt dann schon wieder das Premium-Segment. Sind wir hier bei dem 6700K zum Beispiel oder dem 6700 und die i3, also das ist eigentlich nichts, was ich jetzt so, ich kenne jetzt niemanden, der eine i3 noch verbauen würde, also das rentiert sich eigentlich nicht, finde ich. Da würde ich eher lieber auf eine ältere Architektur setzen und dafür dann da ein i5 kaufen. Genau, so viel dazu. Dann haben wir den Sockel L50. L50 ist auch ein Marktsegment Einsteiger bis Oberklasse und ist im zweiten Quartal 2013 rausgekommen. 2015 ist so offiziell das Ablöseende, das Lebensende und das waren die Haswell oder Broadwell Prozessoren, so hieß die Architektur. Da gab es entweder 2 Kerne, 2 Threads, 2 Kerne oder 4 Threads, 4 Kerne oder 4 Threads oder 4 Kerne und 8 Threads. Haben auch eine integrierte Grafikeinheit und maximal 16 PCI Express 3.0 Lanes. USB 3.0 gehen auch maximal, gehen minimal 4, so. Und USB 3.1 haben sie auch nicht, SATA 6 Gigabit auch 6 Stück Maximum. Kommen wir mal schauen, hier, das sind auch Quad-Core, das ist die Vorgängerreihe. Das sind die i7, zum Beispiel der 4790K,
Das sind sehr beliebte Prozessoren. Können wir natürlich schauen über den Quad-Cores in der höheren Serie. Auch hier eigentlich die 5 reicht zum Gaming locker aus. Im Endeffekt, die meisten Spiele profitieren jetzt nicht unbedingt von mehr Kernen. Das ist immer so ein Aberglaube. Also ich habe auch einen 8-Kern-Prozessor und effektiv in Spielen das höchste der Gefühle sind 4-6 Kerne, beziehungsweise halt dann gleichmäßiger ausgelastet, aber außer man macht jetzt wirklich hier viel Multitasking oder Videoschnitt, wie es eben hier der Fall ist, lohnt sich eigentlich nicht rein für reines Gaming mehr als einen echten Quad-Core zu nehmen. Gut, wenn er natürlich mehr hat und es ist mehr drin, dann ist es halt so, aber ich würde jetzt nicht extra deswegen nur ein i7 kaufen oder so. Also da reicht er nicht locker aus. Genau, hier der 7490K, sehr beliebter Prozessor, sehr übertaktfreudig auch. Recht geringe Verlustleistung mit 88 Watt. 22 Nanometer Fertigung, schon recht klein. Genau, das sind die 1150er Sockel. Ja, dann haben wir den 2011-3 oder -3, wenn manche sagen. Das ist Marktsegment auf jeden Fall High-End. Der ist im zweiten Quartal 2014 rausgekommen. Und das Lebensende ist so für 2017 oder später angesetzt. Und das sind die Haswell E und Broadwell E Prozessoren. Haben in der Regel 6 Kerne und 12 Threads oder 8 Kerne und 16 Threads. Und bei den Intel Xeon, da gibt es sogar welche mit 18 Kernen und 36 Threads. Ja, wir haben dort maximal 24 oder 40 PCI Express 3.0 Lanes. Man muss dazu sagen, die 24 ist bei dem 5820K der Fall und der 5960X und der 5930K, das sind eigentlich nur 3 Prozessoren in diesem Segment momentan, die haben 40 Lanes PCI Express 3.0. Dann haben wir USB 3.0 auch, 6 Stück. USB 3.1 ist nicht drin und maximal 10,6 Gigabit S-ATA Schnittstellen. Haben keine integrierte Grafikeinheit, ist auch noch dazu gesagt und ist auch nicht vorgesehen. Ja, das sind wirklich High-End-Prozessoren, der 5820K, 6 Kerne, 12 Threads oder hier der 5960X, eben 8 Kerne, 16 Threads. Das sind High-End-Prozessoren, die sind auch gut übertaktbar, aber für den normalen Spieler, den Consumer eigentlich nicht zu gebrauchen. Also der 5820K vielleicht noch für so, ich sag jetzt mal, wirklich High-End-Gaming oder halt Leute, Enthusiasten, die das halt einfach wollen. So ein 5960X finde ich lohnt sich sowieso überhaupt nicht, der hat einfach ein Preis-Leistungs-Verhältnis, also das ist einfach Quatsch. Also hier jetzt haben wir 45 Euro pro Gigahertz, ja, also das ist einfach maßlos übertrieben. Klar, er leistet viel, aber das braucht ein normaler, ich sage jetzt einfach mal normaler Verbraucher, wie ich die meisten einschätzen würde, nicht. Ja, dann Sockel 2011 sind quasi die, das muss ich mal ganz kurz schauen. Genau, das ist quasi der ich sag jetzt mal, ein bisschen niedrigere Sockel vom 2011-3. Hauptsächlich eben 6 und 4 Kerner. Ist aber eigentlich jetzt nicht so, also das sind hier die 3960X zum Beispiel, sind gute Prozessoren, auch zum Gaming total übertrieben, aber also ehrlich gesagt kenne ich nicht so viele, die verbaut haben. Hier den 4960X vielleicht noch, aber die sind auch sehr, sehr hochpreisig, wie wir hier sehen können. Also da sind wir hier zum Beispiel beim 4960 Extreme Edition. Gut, ist jetzt Tray. Da sind wir hier bei 46 Euro pro Gigahertz. Das ist sogar noch mehr. Also eigentlich nicht lohnenswert und auch total überteuert. Genau, dann kommen wir zum 1155er Sockel. Der 1155er sind schon die etwas älteren. Das sind die i5, i3, i5 und i7 Serien, die 3000 und 2000er. Eigentlich total veraltet inzwischen auch schon. Das heißt total veraltet, sind veraltet. Lohnt sich eigentlich nicht mehr drauf zu setzen. Das ist die alte Architektur und das Sandy und Ivy Bridge eben, und das lohnt sich eigentlich nicht mehr meiner Meinung nach. Wenn man natürlich Geld sparen möchte, dann kann man da durchaus schon mal gucken, aber ich würde es eigentlich nicht mehr empfehlen, und die sind immer noch ziemlich teuer, also wenn, dann eher gebraucht.
Also die sind damals gut weggegangen, hier 2500 oder 2600K sind eigentlich super Prozessoren, aber momentan einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Deswegen würde ich da auch nicht mehr drauf setzen. So, dann fehlt uns noch 1366, wie gesagt, ist, nicht, ist eigentlich Quatsch, ich erkläre es euch trotzdem kurz. Hier gibt es sowieso nur noch den 89 Extreme und den 29. Ja, da sehen wir gerade 1209 Euro, was echt totaler Blödsinn ist. Das ist irgendein Preisfehler. Ja, das waren eigentlich 4 und 6 Kern. Das waren damals die ultimativen CPUs, die, ich glaube, 2.9 rausgekommen sind. Die waren wirklich extrem leistungsstark. Hier der 89 zum Beispiel mit 6x3,3 GHz und hat eben 6 Cores, 12 Threads. Wirklich richtig viel Leistung gehabt. Konnten sehr gut übertaktet werden. Gerade die Extreme Editions eben hatten ja noch einen offenen Multiplikator. Man muss dazu sagen, es gab auch viele, die damals statt den i7 einfach den Gegenpendant, den Xeon genommen haben, weil die nämlich damals auch einen, gut übertaktbar waren. Also da gibt es zum Beispiel den Xeon 5650 oder 60, die konnte man auch locker auf über 4 GHz bringen. Dann hatte man einfach mal 12 Kerne, beziehungsweise 6 Kerne, 12 Threads und kam aufs Gleiche raus. Die haben eh keine integrierte Grafikeinheit, aber lohnt sich nicht mehr drauf zu setzen. CPUs kriegt man zwar billig hinterhergeschmissen, die Boards haben kein USB 3.0, haben kein PCI Express 3.0, haben nur 6S ADATA. Ja genau, das ist eigentlich Quatsch. Ja, und dann haben wir den 1156er Sockel, ist jetzt auch schon wieder veraltet, sind eigentlich nur i5 und i3 noch drin hier. Also muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht viel mit am Hut, kenne ich auch fast keinen, der die verbaut, gerade Pentium oder so, also vielleicht in so OEM-Maschinen, die vom Hersteller für Großfirmen gebaut werden, aber sonst ist das eigentlich nichts Relevantes für einen, der sich einen PC zusammenbauen will. 775 war lange der gängige Sockel von Intel. Super Prozessoren hatte ich damals gehabt. Die Core 2 Duo-Reihen, da gibt es ja gut, kann man sie ja schlagen. Die 49 sind noch drin, das waren früher mal viel mehr. Ein bekannter Kandidat war der Q6600. Toller Quad-Core gewesen, richtig übertaktfreudig, dann halt die höheren, dann natürlich die Q8200 und so weiter. Da ging richtig viel bei den Prozessoren, aber auch bei den Dual-Cores konnte man damals ganz schön viel Leistung bekommen, aber es lohnt sich heutzutage nicht mehr darauf zu setzen. Ich habe hier noch ein Board rumliegen damit, ist ab und zu mal ganz lustig, vielleicht für einen kleinen Server oder so, aber die haben auch eine sehr hohe Verlustleistung, teilweise über 100 Watt oder hier bis 100 Watt und liefern einfach lange nicht die Leistungen, wie sie die heutigen Prozessoren liefern. Ja, Intel 478er Socke kann ich gar nicht so viel zu sagen, ist aber auch total veraltet. Celeron, Intel Pentium 4, ja, brauche ich nicht weiter erwähnen, ist halt einfach da. Intel Mobile ist halt für sind halt mobile Chips, hauptsächlich i3, i5, natürlich auch i7 und Core 2 Duo für Laptops. Aber das ist eigentlich irrelevant. Man kann theoretisch die CPU beim Laptop austauschen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Das kleine Problem ist aber, was man dabei denken muss. Man tut zwar den Prozessor tauschen, der hat dann eventuell auch eine höhere Verlustleistung, eine höhere TDP. Aber was man viele nicht bedenken, ist eben, dass natürlich auch die Kühlleistung dann besser werden muss oder gleichwertig sein muss. Und das ist eigentlich oft in einem Laptop, kann man ja nicht mal schnell hier einen Lüfter umbauen. Genau, dann kommen wir zu den Intel Xeon, das sind eigentlich die Server-Prozessoren von Intel. Ja, da gibt es eigentlich soweit alle Sockel, die es auch für die normalen Consumer gibt. Noch ein paar mehr, zum Beispiel 1356, der 1567, 2011-0-1, der 479 und so weiter. Eigentlich irrelevant, da gibt es bis 18 Kerne, aber wie gesagt, also das 4.000 Euro, 104 Giga, 1104 Euro für ein Gigahertz. Ist eigentlich Quatsch. Also es gibt Leute, die nutzen das, zum Beispiel Linus Tech Tips in seinen großen Maschinen, seinen Rendermaschinen, aber also das ist einfach hier ferner liefen. Das ist Quatsch, darauf zu setzen, auf solche Kerne, auf solche Prozessoren, die 18 Cores. Was viele machen, was ziemlich beliebt ist, ist anstatt dem i7, zum Beispiel hier beim 1150 oder 1151, dass sie dort die Intel Xeon Pendants nehmen, also in dem Fall dann hier zum Beispiel, schon mal 1151 war das, genau. Ich muss mal gucken, dass viele halt hier die Xeons nehmen. Die bieten sonst auch super Leistung, aber keine integrierte Grafikeinheit und haben zum Beispiel ein paar Sachen nicht, ein paar Features, die aber meistens unwichtig sind. Dafür haben sie aber zum Beispiel die Virtualisierungsfeatures, sie haben Trusted Computing manche
und sind manchmal sogar günstiger. Und also da gibt es viele Benchmarks, ziemlich viele Vergleiche, dass die sich da eigentlich nicht schenken. Ob man jetzt den i7, den i5 oder den Gegenspieler, den Intel Xeon nimmt. Das Einzige ist halt, dass die nicht zum Übertakten geeignet sind und dort dann meistens nicht, beziehungsweise dort nicht über den Multiplikator übertaktet werden kann, wenn ich jetzt auf dem aktuellen Stand bin. Ja, wie gesagt, wenn man ein bisschen sparen will oder mal schauen will, kann man da bestimmt gute Sachen finden. Aber in der Regel, es gibt sich nicht viel. Wenn man gut vergleicht und dann ist der Xeon günstiger, dann greift mal zum Xeon, wenn man das verschmerzen kann, dass da die integrierte Grafikeinheit nicht mit drin ist. Also ich weiß nicht, ich persönlich würde die eh nicht gebrauchen. Deswegen, ja, ist ein Gucken ist mal wert, aber wie gesagt, da muss man sich schon auskennen und dann besser schauen, weil nicht, dass man nachher die Katze im Sack kauft. Ja, AMD Sockel AM1. Das war so eine Geschichte von AMD, da haben sie dann extrem stromsparende CPU rausgebracht, oder CPUs, die Athlon und Sempron. Jetzt denke ich, viele kennen vielleicht die Athlon auch noch aus der älteren Zeit, hat aber eigentlich nicht mehr so viel damit zu tun. Das sind komplett neue, da haben wir zum Beispiel den Kabini, die Architektur Kabini, den 5350, hatte ich selbst auch mal da. Das ist eigentlich ein echt cooler kleiner Quad-Core mit 2,05 GHz. Ich habe ihn auf 3,7 übertakten können ohne Probleme. Und das gerade bei 25 Watt extrem stromsparend. Ja, aber was soll ich sagen, AM1, also 25 Watt Verlustleistung, da kann man auch nicht viel erwarten. Also da ist halt nicht viel drin. Das sind an für sich ganz gute Prozessoren für so einen Desktop-Office-PC zum, weiß ich mal, YouTube gucken. Die integrierte Grafik schafft auch was. Man kann sich Wunder erwarten. Und für den Preis, also das ist eigentlich voll in Ordnung. Jetzt sagen wir mal hier 40 Euro für die CPU, fürs Board des Asus zum Beispiel. Ich glaube, das hat da ein paar 30 gekostet. Manche von den Mainboards kann man auch mit einem 19-Volt-Netzteil anschließen, an einen RAM-Riegel rein. Also da kriegt man für unter 150 Euro oder 150 Euro einen kleinen Office- oder Streaming-PC ohne Probleme zusammen. Aber für richtiges Gaming ist es eher nicht geeignet. Ja, FM2 Plus. FM2 Plus ist halt Einsteiger- bis Mittelklasse-Segment. Ist im ersten Quartal 2014 rausgekommen und Sommer 2016 ist so das Ende erwartet. Das ist so die, ich sag jetzt auch mal unter anderem Mainstream-Sockel von AMD. Da sind die Kaveris und Godavari heißen die, glaube ich, heißt die Architektur. Und Carrizo und wie sie alle heißen. Es sind in der Regel zwei Module und vier Kerne. So ist es da aufgebaut, haben sie ein bisschen anders gebaut. Haben 16 PCI Express 3.0 Lanes und USB 3.0 sind vier Stück maximal drin. USB 3.1 ist nicht verbaut oder nicht möglich, nur über eine Zusatzkarte. Und SATA 6 Gigabit sind Maximum 8 drin. Ja, Dual-Core und Quad-Core sind mit integrierter Grafikeinheit auf jeden Fall an für sich ganz gute CPUs. Aber ich persönlich muss sagen, ich würde jetzt nicht darauf setzen, wenn ich mir einen Gaming-PC zusammenbaue. Also ich mag AMD, ich bin AMD-Fan, gerade was Grafikkarten angeht, aber also mit dem FM2-Sockel hatte ich bisher nie viel am Hut und muss ich auch sagen, ist einfach, ich weiß nicht, sind bestimmt ganz okay, aber man kann davon jetzt keine Wunder erwarten. Preislich eigentlich in Ordnung, AMD ist eh schon mal immer ein bisschen günstiger als Intel, aber ja, finde ich jetzt nicht so relevant, den FM2-Sockel, FM2 Plus. FM2 ist im Prinzip das gleiche, nur ein älter, auch integrierte Grafikeinheit. Ist aber eigentlich auch nicht mehr relevant, hauptsächlich Quad-Cores. Ja, FM1 ist der Vorgänger von FM2, da brauche ich glaube ich auch nicht mehr drauf eingehen, das ist eigentlich auch nicht mehr relevant. Da hatten wir hier auch Dual-Core und Quad-Cores. Genau, dann AMD Sockel AM3 Plus ist mit FM2 Plus momentan noch der aktuelle Sockel von AMD, soll bald abgelöst werden durch AM4, AM3 ist, beziehungsweise AM3 Plus, ist Oberklasse-Sockel oder Segment auf jeden Fall, ist 2011 im vierten Quartal erschienen, damals mit den FX-Prozessoren, also den Reihen. Das Ablösungsende ist so viertes Quartal 2016 gedacht, weil dann auch die neuen Prozessoren eben AM4 kommen. Die Architektur war die Zambezi oder Vishera-Architektur und die waren meistens eben so aufgebaut,
Die haben eben, AMD hat da auf Core Multithreading gesetzt und nicht auf Single Core Performance. Heißt mehr Kerne, Taktrate ist ganz okay, aber ja, sagen wir es mal so. Die Prozessoren sind an für sich wirklich gut. Die meisten sind eben 2 Module 4 Kerne, 3 Module 6 Kerne oder 4 Module 8 Kerne. Zum Beispiel der FX8150, den ich auch hier verbaut habe. An für sich eine schöne CPU, sehr, sehr übertaktfreudig, muss ich sagen. Also 5,3 GHz habe ich jetzt rausgeholt, auch von 3,6. Da sind wir hier bei den Octa-Cores. Aber mit der FX-Serie hat sich AMD, muss ich sagen, eigentlich einen ziemlichen, naja, wie soll ich sagen, hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Dinger laufen, die bieten auch coole Features, coole Möglichkeiten. Da kommt schon was bei rum, gerade beim Videoschnitt profitiert man schon von den 8 Kernen. Aber fürs Gaming sind sie eigentlich nicht so geeignet. Sowieso eigentlich nicht für den normalen, ich sage jetzt einfach mal nur noch 15 PC-Spieler-User, ist das sowieso Quatsch darauf zu setzen. Da gab es dann eher diese, die FX 6300. Aber ich bin der Meinung, jetzt noch da auf diese Architektur zu setzen, die dann jetzt bald eh durch AM4 abgelöst wird, ist eigentlich kontraproduktiv. Und das Problem bei den AMD, bei den FX-Serien ist, die haben eine sehr hohe Verlustleistung. Hier 125 Watt, also hier zum Beispiel die neueren, die 9590, da hat der AMD nochmal nachgelegt mit höheren Taktraten. Die bieten auch nicht wirklich mehr Leistung, finde ich. Das Ganze kann auch einen guten Übertakten auch rausholen. Und 220 Watt TDP für eine CPU, das ist schon ganz schön heftig. Ich möchte nicht wissen, was meiner hier verbraucht mit 5,3 GHz, aber die sind auch, zudem muss man sagen, ganz schöne Hitzköpfe. Also das ist kein Problem, wenn man da einen Boxkühler nimmt, dann, naja, der dreht sich zum Tod und das Ding wird trotzdem heiß. Bei AMD hat man damals festgelegt, so 63 oder 68 Grad maximale Temperatur für die CPUs. Ich muss sagen, bei einer Übertaktung maximal 70, das ist schon ganz schön schwer. Also da habe ich hier ganz schöne Kühlmaßnahmen auffahren müssen, um das zu halten. Ja, wir haben hier PCI Express 3.0 gar nicht, weswegen ich auch sage, es ist Quatsch, das noch zu verwenden. Entschuldigung. PCI Express 3.0 haben wir bis zu 46 Lanes, das ist ganz schön viel, ist aber auch nur durch den Chipsatz möglich. USB 3.0 auch nur über Zusatzcontroller und USB 3.1 auch nur über Zusatzcontroller möglich und ein Maximum von 6 SATA 6 Gigabit Anschlüssen oder Schnittstellen. Ja, wie gesagt, ist eigentlich nicht mehr lohnenswert darauf zu setzen, meiner Meinung nach. Da würde ich dann eher schauen, dass ich einen Intel-Sockel finde oder vielleicht den FM2 Plus noch, der ist ein bisschen günstiger. Aber das ist eigentlich Quatsch. Dann gehen wir mal zurück zu den anderen Sockeln. Wo sind wir denn? Genau, AM3 ist der Vorgänger, waren hauptsächlich Quad-Core, Triple-Core, damals hier AMD auch entwickelt. Ganz lustige Prozessoren waren oftmals einfach nur 4 Kerne, wo man einen Kern abgeschaltet hat. Gab es viele, ich habe das damals auch probiert, die versucht haben, die anderen Kerne zu unlocken. Hat auch funktioniert bei mir, aber ist heute eigentlich nicht mehr erwähnenswert. Genauso wie AM2 Plus. Das ist noch älter, ARM2, das sind die ganz alten Sockel, 939 ist einer der ältesten, oder der 4745er, ist eigentlich nicht relevant, also wenn dann ARM3 Plus oder FM2 Plus oder ARM1. Ebenso hier, AMD Mobile sowieso eigentlich nicht, die sind eigentlich total veraltet, da hier Dual Core ist eigentlich nur noch, genau. AMD Opteron ist quasi wie die Intel Xeon, sind quasi die Serverprozessoren von AMD. Da geht es hier bis zu 16 Cores, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe bis heute noch niemanden gefunden, der anstatt einem AMD-Prozessor, zum Beispiel ARM3 oder so, sich einen AMD Opteron geholt hat. Also erstens bieten die meisten Mainboards überhaupt nicht die Features, die man oft braucht und zweitens, also ich weiß nicht, lohnt sich nicht. 4x1,90 GHz oder 8x dann für den Preis, also nee, ist Quatsch und lohnt sich auch gar nicht. Und da brauchen wir wieder spezielle Mainboards und deswegen nicht wichtig. Der Co-Prozessor ist so eine Sache, ist eigentlich für den normalen User auch totaler Quatsch. Das sind hauptsächlich für aufwendige Berechnungen, Prozessoren, die man über PCI Express ansteckt und die noch massig Leistungszuwachs bringen. Aber wenn wir uns mal hier die Preise anschauen, dann ist es eigentlich ziemlich sinnbefreit,
da irgendwas zu nehmen. Das ist auch für den normalen Verbraucher gar nicht zu benutzen. Das kann er gar nicht auslasten. Ist auch gar nicht für Gaming geeignet. Deswegen einfach vergessen. Ist total irrelevant. Ja, genau, das war jetzt so eine kleine Einführung. Jetzt wollte ich noch kurz erwähnen, und zwar der AM4-Sockel, der kommt, es ist erwartet, Einsteiger bis Mittelklasse und soll so im Sommer 2016 kommen. Bis wann der dann abgelöst wird, weiß ich nicht, weiß man noch nicht genau. Ich würde jetzt mal spontan sagen 2018, 2019 wieder. Die CPUs, die da kommen, sind die Carrizo oder Bristol Ridge heißen die, oder auch Summit Ridge. Die Konfigurationen, wie viele Kerne, wie viele Threads, ist noch nicht sicher. Man munkelt so 10 oder 12 Core-Prozessoren, aber das steht noch nicht fest. Integrierte Grafikeinheiten sollen sie wohl haben und PCI Express soll auch endlich unterstützt werden. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht, und zwar es gibt zwei AM4-Sockel, und zwar der AM4 FM3, quasi der Nachfolger vom FM2 Plus, das ist der, den ich gerade sage. Der hat nämlich auch maximal 10 PCI Express 3.0 Lanes, was echt nicht viel ist. 4 USB 3.0 plus 6 durch den Chipsatz sind 10. USB 3.1 soll verbaut sein mit 2 Stück über den Chipsatz. Und SATA 6 Gigabit soll es 6 geben maximal. Das ist jetzt der AM4 FM3 Sockel, der dann kommt. Und der AM4 Sockel selbst, der kommt, ist Oberklasse und High-End. Viertes Quartal 2016 sollen die kommen. Ablösungsende ist noch nicht sicher, und das sind dann die Zen, genau, die Zen sind es. Bei den FM3, wo ich jetzt meinte, schätze ich jetzt mal 4 oder 6 Kerne. Die Zen oder Summit Ridge, Bristol Ridge, die sollen 10 oder 12 Core werten, haben maximal 18 bzw. 20 CPU PCI Express 3.0 Lanes. Finde ich ein bisschen schade, wenn das stimmen soll, ist ein bisschen wenig. Also Dual-GPU-Grafik-Konfiguration wird dann schon mal sportlich, weil 2x16 sind wir bei 32. Das heißt, die beiden Karten laufen dann nur mit 8-facher Anbindung. Gut, das nimmt sich nicht viel, aber ich meine, wenn sie schon was Neues entwickeln, hätten sie das auch machen können. USB 3.0 gibt es mit 4 über die CPU und 6 über den Chipsatz, also maximal 10. USB 3.1 mit 10 Gigabit, maximal 2 über Chipsatz und auch wieder maximal 6 SATA 6 Gigabit, die es dort geben soll. Ja, und dann gibt es noch die 2011 V3 oder -3, die rauskommen sollen. Das ist auf jeden Fall auch wieder High-End-Sektor. Sind wir hier bei denen wieder. Das ist quasi Nachfolger davon. Die sollen maximal, also Erscheinungsdatum nicht vor Ende 2017, so munkelt man. Auf jeden Fall Skylake E sind es dann. Und Konfiguration ist noch nicht bekannt. Integrierte Grafikeinheit auf jeden Fall auch nicht, und sonst ist eigentlich noch nichts darüber bekannt. Ja, was da kommt, kann man eigentlich nur abwarten und dann im Zweifelsfalle eben schauen, was man braucht. Aber ist momentan noch sehr, sehr weit in der Ferne. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe euch so einen kleinen Einblick geben können zu den verschiedenen Prozessoren. Wie gesagt, nochmal ganz kurz zusammenfasst, wenn ihr aktuell was zusammenbauen wollt, entweder 1151er mit den Haswell-Sockeln, beziehungsweise 1150er mit Haswell oder Skylake mit 1151er-Sockel, 2011-3 für Enthusiasten, 2011 selbst lohnt sich nicht, 1155 auch nicht mehr, 1366 auch nicht, 1156 auch nicht, 775 nicht, wie gesagt, entweder das oder Xeons. Und bei AMD AM1, FM2 Plus oder AM3 Plus. Alles andere ist heutzutage nicht mehr lohnenswert, und selbst wenn, dann halt nur noch gebraucht vielleicht. Lass dich da nicht in die Irre leiten, auch nicht bei irgendwelchen Fertigangeboten hier und ach so, tralala, hier tolle AMD 8-Kern-Prozessoren. Ja, alles schön und gut, aber eigentlich nicht mehr das, was ich sage jetzt mal. Man effektiv dann braucht, oder das, was man bekommt, ist effektiv nicht so das Wahre vom Ei meistens. Genau, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Community, wenn ihr da Hilfe braucht, ihr wollt euch einen PC zusammenstellen, ihr habt einen, wollt was verbessern, ihr habt Probleme, schaut in die Community, schreibt rein, ihr bekommt auf jeden Fall Antworten, und ich hoffe, euch hat das kleine Infovideo hier gefallen. Ich werde jetzt demnächst schauen, dass ich so eine kleine, ich sag jetzt mal, Inforeihe immer wieder mache und die auch aktuell halte. Und einfach ein bisschen den Leuten helfe, hier Informationen zusammenzukriegen, das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten.
ja, schaut auf jeden Fall auf die anderen Kanäle, auf den TV-Channel und auf den Gaming-Channel. Und ich sag dann Servus und bis dann, euer David von KUSO4U Tech.